Hallo mein Freund und herzlich willkommen zur allerletzten Mission hier für uns. Im Modus Eroberung, Operation Motherland, haben wir ja abgeschlossen. Und jetzt gibt es wie versprochen noch die letzte, beziehungsweise die Bonusmission. Im Englischen Like a Snake, wie sie auf Deutsch heißt, weiß ich gerade gar nicht. Die Mission, die quasi als Tribut zu, ja, als Tribut für Snake ist von Metal Gear Solid. Also eine Metal Gear Tributmission quasi. Falls du wissen willst, wie du die triggerst, du musst einfach hier unten auf Golem Island, hier unten bei den Raketensido-Ruinen, ist ja unten ein Tunnel, hier sieht man es auch, und da steht ein Boot. Und dort müssen wir hin. Und dann wird die Mission schon ausgelöst. Ich wollte eigentlich da hinten hin, weil da ein Boot steht. Das geht nämlich schneller als schwimmen. Allerdings habe ich das jetzt verpeilt, weil ich am Start, zum Start in die falsche Richtung gelaufen bin. So, hier steht nämlich ein Boot. So, können wir von hier aus einsteigen, oder? Ja. Alles einsteigen. Bleiben die, wo laufen die denn rum? Schneller! Ja. Jo, los, Fury. Diaz, aka Fury. Und dort vorne ist die drin. Genau. So. Aber ich will den Eingang nicht verstopfen, weil wir da gleich mit dem Boot raus müssen. Und deshalb. Oh, der Scan war tatsächlich nützlich. Ich schalte auf Nachtsicht um. Ich habe leider vergessen, Voice Attack zu starten. Fällt mir gerade ein. Ich wollte gerade sagen, Feuer auf mein Kommando, aber leider habe ich es vergessen zu aktivieren. Nachtsicht an. Wie war das mit bereit? So, jetzt müsste die Mission gleich getriggert werden. Ach ne, ich glaube erst, wenn man ins Boot einsteigt, gell? Ja, dann machen wir das mal schnell. Ab ins Boot. Ja, komm, runter da. Ich frage mich, was da drin ist. Genau, wie eine Schlange. Okay, schauen wir mal, was wir hier. Ist das eine geheime Mission? Is it a secret mission? Wo bleibt Fixit? Hat er draußen gewartet? Sollen wir den abholen? Wo ist Fixit? Einfach weg. Ach, da ist er. Guck mal, Fixit hier. Taxi. Okay, los geht's. Ich bin gespannt. Ich habe die Mission tatsächlich selbst noch nie gespielt. Und ich habe mich auch nicht spoilern lassen. Ich habe nur geguckt, wie man die Mission aktiviert und den Rest erleben wir jetzt hier gemeinsam. Dum, 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 dum. Muss das so weit weg sein? Oder muss das Boot so langsam sein? Ist das hier nicht eine Raid-Location? Ich glaube schon. Ich meine, ich habe den Raid noch nicht gespielt, aber ich habe ein paar Streams geguckt. Ich glaube, das ist eine Raid-Location. Hm. Dann sehen wir die auch mal. Als Nicht-Raid-Spieler. Geht das auch? Ja, cool.
Was ist das für ein Ort? Something strange. Gehe auf Nachtsicht. Something strange. Ich lasse Nachtsicht mal aus, auch wenn es relativ dunkel ist hier. Kommt ihr noch zu mir oder ja? Doktor, das sind sie ja schon. Ein langer Gang. Spannend. Musik ist gut. Schalte auf Nachtsicht. Das ist eine Leiter. Ich gehe mal weiter den beleuchteten Gang entlang. Weiß nicht. Und ich guck mal mit der Drohne, nicht, dass da hinten irgendwie noch eine Kiste ist oder so. Ja, da geht's nur noch mehr Treppen, Leitern hoch. Wundert mich, dass er mir nicht anzeigt. Ach, guck mal. Hier wären wir lang gekommen. Okay. Das hat etwas von einem Déjà-vu. Déjà-vu. Die ewig lange Leiter im Fahrstuhlschacht. Bei Metal Gear. Dabei stehen gar keine Schlangen auf der Speisekarte. Snake! Snake! Ah, da ist zu. Okay, das heißt, wir müssen da runter. Okay. Okay, das war ein bisschen, ja, Schwarzblende halt. Was ist das hier? Ist das der Supercomputer? Wo müssen wir hin? Stimmt, da runter. Geht's da runter? Ich weiß, es ist eine wahrscheinlich eine normale Breakpoint-Location vom Raid oder so. Hat aber tatsächlich auch irgendwie ein bisschen was Metal-Gieriges. Wo war diese Treppe? Ich finde die Treppe da. Sehr dunkel. Das Wasser. Und jetzt? Keine Ahnung. Ach, guck mal da, wir sollen da was zerstören. Sieh mal einer an. Zerstören Sie alle Datenserver. Ja, vielleicht hätte ich da mal drauf gucken sollen. Ihr Funkgerät scheint einen verschlüsselten Code auszuspucken. Yay. Wie ist der noch? Bei Metal Gear, der Typ? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, dabei ist noch gar nicht so lange her, als ich das gespielt habe. 12 Datenserver. Hier 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir die alle? Nee, ne? Ist noch nicht alle markiert. Wie viel scannen denn noch?
Mein Gott. In alle Richtungen wird gescannt. Okay, ich denke, das ist ein Fall für C4. Aktiviere Nachtsichtgerät. C4. Aber nicht das gute MK2 C4. Was machen wir denn mal weg? Die Minen. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Um die Server zu zerstören. So, Nummer 1. Nummer 2. Warum ist das jetzt ins Wasser gefallen? Ist es noch gut? Es ist weg. Toll. Ich kann es auch nicht aufheben. Das ist hier noch eins haben wir. Jetzt habe ich den Count verloren. Das hier war nix, gell? Nee, das hier ist nix. Aber man kann zur Not bestimmt auch drauf schießen, um die zu zerstören. Denk ich mal. Ist da vielleicht noch einer drin? Nee, das ist ein Treppenhaus, okay. Na komm, dann benutzen wir eben das gute MK2 C4. Haben wir dann alle hier unten? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß ja nicht. 7, 8. Da fehlen noch ein paar auf jeden Fall. Setze die Nachtsichtbrille auf. Nein, tust du nicht. So, wie kommen wir wieder hoch? Habe ich da? Ja, da ist auch was dran. Ja, das waren die ersten, die ich vermint habe. Ah, da ist eine Leiter, Treppe. Oder auch nicht. Ich dachte, es wäre eine Treppe. Dann diese andere Treppe, die hatte nur auf diese Plattform geführt. Wo bin ich denn eben runtergekommen? Mein Gott, ist das unübersichtlich hier. Da hinten, oben. Wie kommen wir denn dahin? Gehe auf Nachtsicht. Ich hole die Drohne. Ich gucke einfach von oben nach unten, dann gucke ich, wo die Drohne rauskommt. Da geht's nur hoch. Da sind wir rausgekommen, gell? So, dann muss da ist die Treppe. Und die ist wo? Wo sind wir? So, ich mache einfach eine Markierung dahin. Da hinten. Gut. Orientierungssinn wie ein Goldfisch, daran hat sich also nichts geändert. Also war ich eben schon so nah dran. Wie viel C4 habe ich denn noch? 3. Eins. Und 2. Das sind keine 12. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen sind. Ist keiner, ne? Ne, egal, ich spreng jetzt. Ups, das war falsch. Kann ich das C4 wieder aufheben? Vorsicht, ja. Die wissen, dass wir da sind. Zeit für die Nachtsichtbrille. Die ist schlecht. Geht das?
Ja, so geht das, aber Mist! Schalte auf Nachtsicht. Deadmit! Nachtsicht an. So. Jetzt haben wir ein Problem. Es fehlen nämlich noch 5. Ah, da unten ist einer. Da ist ein anderer. 2 haben wir. Das war's. Dann macht sich nochmal aus. Die Tarnung meine ich. Auch schon wieder? Alles unter Kontrolle. Die wissen, dass wir hier sind. Das ist doof. Tadig doof. Oh la la, da ist der andere, der nächste. Legen wir einen C4 hin. Der andere ist da hinten. Bin ich jetzt an dem vorbeigelaufen? Eieiei. Sie sind hier. Identifiziert sie. Wir brauchen einen Schuss. Sauberer Schuss, Ghost. Identifizieren und angreifen. Da hatte ich doch ein C4 dran geklatscht. Oder? Oh, die halten nicht viel aus, aber. Bleib bereit. Trotzdem. Die fliegen gleich auf. Meine Freunde unter Beschuss. Boah, fuck. Du musst verarztet werden. Mischt. Vielleicht gebe ich den Kameraden jetzt einfach den Feuerbefehl. Schlecht, uns fehlen noch 3. Uns fehlen noch 3, die wir nicht markiert haben. Die haben wir gleich an der Backe. Dann zurück. So, dann gebe ich dir mal den Feuerbefehl. Schießen! So, und verarzte mich. Verstanden. Der ist weg. Schuss. Ab einen erwischt! Nachtsicht ist an. Da hinten ist ja kein Gang, wo die raus können. Ne? Ich setze mich einfach dahinter. Ohne Tarnung dann. Der Akku der Drohne ist leer. Und guck mit der Drohne. Wo da noch ein Server sein könnte. Achtung, wir haben neue Gäste. Setze die Nachtsichtbrille auf. Ich probiere mal was. Ich habe einen ganz blöden Verdacht. Knallt sie ab. Nee, okay, gut, mein Verdacht hat sich nicht bestätigt, das ist sehr gut. Ich dachte schon, vielleicht werden nicht alle markiert oder so. Was ist denn das hier auch? Nee, das ist nix. Ich glaube, das war's. Da, kam man da runter? Nee. Warten nur auf uns. Schwierig. Alles sauber. Bin auf dem Weg zu dir. Ich geb nochmal Feuerbefehl. Falls ihr irgendwas seht. Wenn die Tarnung voll ist, nochmal aktivieren und mit der Drohne scouten. Ich weiß nicht, wo die anderen 3 da sein sollen. Vielleicht oben noch irgendwo. Die haben was bemerkt. Ruhig bleiben. Da werden sie weggeknallt, einer nach dem anderen. Hochgelevelte KI-Kameraden sind schon was Schönes. Komisch. Ist doch blöd, dass die auch nicht markiert werden. Also, dass wir die selber aufklären müssen. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Oh,
Sag mal, gibt's doch gar nicht. Ich weiß nicht, wo die sein sollen. Ich komme immer wieder hier raus, aber... Geht's vielleicht irgendwo noch höher? Oh, hallo! Lol. Feuer eröffnen. Verstanden. Wir feuern. Schalte um auf Nachtsicht. Kann ich irgendwas aufmachen oder so? Nee, auch nicht. Kampfdrohne aktiv. Mehr Feuerkraft ist immer gut. Leider deckt das auch die Dingens nicht auf, ne? Getroffen. Aktiviere Nachtsichtbrille. Handgranate! Sehr gut. Alle in Deckung! Feuer aufgeschaltet! Alle Feindkontakt, Feuer frei! Feinde ausgeschaltet! Die können überall sein. Bereithalten. Check. Ich geh mal nochmal hoch. Unten finde ich ja scheinbar nichts mehr. Langsamer. Feind in Reichweite. Das war's. Alles klar. Ruhe. Die haben uns bemerkt. Schöner Treffer. Greif an. Feuer! Feuer! Ich glaub, das war's. Scheinen unendlich zu spawnen, deswegen gebe ich das einfach immer wieder den Feuerbefehl. Die hätten wir jetzt wirklich gebrauchen können. Falsch getroffen! Ist alles sauber, bin auf dem Weg zu dir. Alles sauber hier. Ich bin wirklich dezent überfragt. Es sind drei Stück. Das ist jetzt nicht nur als nicht so, als wäre es nur einer. Es sind drei. Alles unter Kontrolle. Holt sie euch. Geht klar. Da hinten kommen immer Gegner her. Erwischt! Gehen wir da hinten hingucken. Die kommen irgendwie von da oben. Die kommen bestimmt da raus oder so. Oder da hoch. Voll getroffen. Gebiet ist sauber, komme zu dir. Ich glaube, das war's. Bleibt feuerbereit. Rechnet mit allem. Schuss. Das sind welche in der Nähe. Die warten nur auf uns. Getroffen! Ich weiß nicht, wo das letzte sein soll. Die letzten drei, besser gesagt. Ich weiß es nicht. Da geht's nur wieder runter. Feuer frei! Verstanden. Scheiße, Vasili! Oh shit, Vasili ist down. Abgeknallt! Vorsicht, Dolphin! Das ist schwierig. Ich bin schon auf dem Weg. Viel besser. Macht mir bis jetzt tatsächlich weniger Spaß, als ich vermutet hätte, so als alter Metal Gear Fan. Hauptsächlich deshalb, weil ich halt einfach diese letzten beiden Dings nicht finde, ne? Schon wieder Vasili getroffen. Ich rüste mal Granaten aus. Brille auf. Vincent ist zu Boden gegangen. Ab ein. Alles unter Kontrolle. Da geht die Kameraden wiederbeleben. Achso, die leben schon wieder, weil die Vorsicht, Gegner was auf uns tot waren. Alles sauber hier. Aha, doch. Siehst du, der wurde nur nicht markiert. Shit, ey. Ja, ich merk's. Dies gefällt mir nicht. Das heißt, gut, wo die drei stehen, weiß ich ungefähr.
Schon besser. Die scheinen nicht mehr aufzupassen. Feuer frei. Okay, Boss. Ich bastel mir mal gerade neue Bandagen mitten im Kampf. Ich dachte, hier gibt's nur Erfahrungspunkte. Und deshalb habe ich mir die Dingens nicht ausgerüstet, die Verletzungsresistenz, sondern und stattdessen die Erfahrungspunkte-Bonus. Den Erfahrungspunkte-Bonus. Ich schalte auf Nachtsicht um. Wir sind alle erledigt. Bin auf dem Weg zu dir. Gebiet gesichert. Ärger, Mann. Aufgepasst. Feuer frei. Holt sie euch. Jetzt geht's los. Vorsicht. Die wissen, dass wir da sind. Der ist tot. Kampfdrohne unterwegs. So. Die Drohne macht vielleicht den Unterschied. Zwar auf jeden Fall dort, wo es Wasser ist. Irgendwo. Zweiter Boden. Ziele erledigt. Formieren unter deiner Position. Ich drück das Bauch auf. Fuck. Halt ihn ein. Verstanden. Wir feuern. Ruhe. Ihr habt uns bemerkt. Alles unter Kontrolle. Wir werden wieder warten, bis die Tarnung da ist. Zum Glück ist immer so ein bisschen Pause zwischen den Gegnerwellen, sodass wir quasi aus dem Kampf wieder raus sind und die Kameraden dadurch automatisch wiederbelebt werden und unser Wiederbelebungstimer auch resettet wird. Glaube ich zumindest. Also ausprobieren will ich es jetzt nicht, aber es wirkt zumindest. So, einmal hier. Die Drohne hat sich ausgeschaltet. Ich helfe. Feind getroffen. Gebiet gesichert. So, das war Nummer 1. Beziehungsweise Nummer 11. Es fehlt noch einer. Wo der ist, weiß ich auf Anhieb nicht so. Feuer eröffnen. Es geht los. Alles sauber hier. Aktiviere Nachtsichtgerät. Ist er das? Ja, nice. Ist das Ding hinüber? Ja, hat funktioniert. Schnell, Nomad, verschwinden Sie von... Was? Verschwinden Sie von dort? War das eine bösartige KI, die Weltherrschaft an sich reißen wollte? Die Verstärkungen reißen nicht ab. Oh, na toll. Weg da. Wie beim Metal Gear. Sehr schön. Wir sind alle erledigt. Kommen wir jetzt zu dir. Hier ist alles sicher. Oh, wir haben Gesellschaft. Wenn ich jetzt da runterfalle, bin ich tot. Oh, doch nicht. Knapp am Boot vorbei. Hallo. Das war befriedigend. Neue Biografie. Easter Egg Erinnerung. Wo ist sie? Die Easter Egg Erinnerung. Wo ist sie? Ist die hier? Wo ist die? Ist der Elbericht zu den Bodaks? Nein. Hier. Hehe, das ist das. Von dem Bild habe ich schon mal in einem Video berichtet. Ja, Operation Kingslayer Bolivien 2019. Ach ja, mit Midas, Holt, Weaver, Bowman und uns, Nomad. Sehr schön. Ich kann aber nicht hier auf den Fahrersitz einsteigen. Warum steigt er nicht ein? Hallo. Ich kann nicht wegfahren damit. Nun, aber das war auf jeden Fall die Easter Egg-Mission. Ich hätte gedacht, dass ich jetzt noch hier raus kann und das dann alles explodiert, aber scheinbar ja nicht. Naja, steigt nicht ein. Ich kann hier nicht einsteigen. Ich kann draufklettern, aber ich kann nicht einsteigen. Also auf dem Fahrersitz oder so. Naja, was soll's. Gut, dann habt ihr jetzt auf jeden Fall auch die Easter Egg Mission gesehen. Die war unspektakulärer, als ich mir das erhofft hatte, aber ich
Ich meine, hauptsächlich haben sich die Easter, also hat sich das Easter Egg hat sich eigentlich ausschließlich im oben links, das kann ich hier auch nicht raus. Na gut. Ah, jetzt. Hat sich eigentlich hauptsächlich ja oben links in den Missionstexten abgespielt. Der Rest war nicht sehr Easter Eggig, zumindest nicht viel. Ein bisschen ja mit der Leiter und ja, aber naja, trotzdem schön, dass es überhaupt da ist. Gut, dann in der nächsten Folge widmen wir uns dann vermutlich Episode 3 von der Hauptmission, von der Hauptstory, wo dann einige Dinge aufgelöst werden, beziehungsweise ja, grundlegende Sachen erklärt werden, die jetzt hier in Motherland eigentlich schon vorausgesetzt wurden. Es war vielleicht ein bisschen verwirrend für den einen oder anderen, das tut mir leid, weil ja, Motherland baut, also spielt halt nach Episode 3 und Episode 3, soweit waren wir im Let's Play noch nicht. Aber das kommt dann jetzt als nächstes. Gut dann, bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.